Hallo, meine Lieben. Sodala, ja, hurra! Hurra! Es wird ja schon fest spekuliert. Also, ich habe ja heute gepostet, dass dieses Cover bei meinem nächsten Setup eine Rolle spielen wird. Und das ist eben eins von den Oh Hello Traveler's Notebook Covern, die ich eben habe. Und ja, habe ich mir gedacht, könnte man doch wieder mal verwenden. Vor allem ja. Na, ich muss einfach so lachen, gell? Weil auf Instagram habe ich das gepostet. Da wird spekuliert, was es wohl sein wird. Dann habe ich ja in meine drei absoluten Lieblingsplaner-Dings, habe ich ja auch gesagt, aus dem Traveler's Notebook, aus dem rosaroten bzw. blauen Filz-Ding, ziehe ich aus. Jetzt wird da schon spekuliert, was wird es denn sein? Ich finde das irrsinnig lustig. Ich meine, ich werde euch einfach nicht länger auf die Folter spannen. Na, was wird es denn sein? Die Sabine hat es eh erraten. Ein Stellaji! ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich muss es so sagen, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ich habe ja die längste Zeit auch deswegen keins bestellt, weil ich nicht recht gewusst habe, wo ich das Ding herkriegen soll. Gell? Und dann hat die Karin von Pretty Easy Planning, hat eben ihr Stellaji gepostet und weil es mir ja schon gar so gereizt hat, wollte ich wissen, wo sie es her hat. Ja, weil bei Amazon wollte ich es einfach nicht bestellen. So schaut es nämlich aus. Ja? Und sie hat gesagt, sie hat es bei Louis Vuitton bestellt. Ja, mei, dann habe ich das Schätzelchen ja sogar angerufen, weil er gerade an dem Tag, wo ich das erfahren habe, nämlich in Berlin war, habe ich gefragt, wie lange bist denn du noch in Berlin? Ja, na, er fährt eigentlich jetzt dann gleich wieder los. Sage ich, ja, bitte schlaf doch dort, du könntest ja noch zum Louis Vuitton gehen. Ja, hat er nicht gemacht für mich, gell? Also offensichtlich hat er mich nicht so lieb. Ja, aber however. Ich habe dann mich eh noch einige Zeit zurückhalten können, also tatsächlich so jetzt 3 Wochen oder so, habe ich noch nicht bestellt gehabt. Aber dann ist die Lilly dahergekommen. Die Lilly hat ja jetzt einen ihrer Dominos von seinen Ringen befreit, gell? Und das hat mir dann auf die glorreiche Idee gebracht, ich muss ja nicht einmal ein Molden von den Ringen befreien. Ich kann das ja auch mit einem von meinen Dominos machen. Ja, jetzt habe ich nur das Problem, ich finde meine Bohrmaschine gerade nicht. Also wir haben noch eine andere, aber das ist eine Schlagbohrmaschine, mit der mag ich nicht. Und das andere wäre halt der Akkubohrer. Ja, also, however, habe ich halt nicht gemacht. Aber dann, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber jedenfalls ein anderes Stellaji-Setup, bla 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 Video. Und die hat es in ihr Oh Hello B6 Traveler's Notebook getan. Und dann habe ich, hey, die habe ich ja eigentlich auch, gell? Ich meine, an und für sich habe ich in diesem B6-Cover ja immer auch 5 Notizbücher drinnen gehabt, weil ich das ja so gern mag, wenn die Notizbücher genauso abschließen und das geht sich mit dem wunderbar aus. Gell? Also, dass da jetzt dieser Rand da herum ist, sagen wir mal so, im geschlossenen Zustand stört mich das. Gell? Also, man sieht, wie viel Platz da einfach ist. Finde ich nicht so prickelnd, ja. Im offenen Zustand hingegen stört es mich überhaupt nicht. Ja? Also dann hat es eher sowas von, wir haben da jetzt eine Unterlage und auf dieser Unterlage ist mein Notizbuch zu Hause. Also das muss ich sagen, damit komme ich gut zurecht. Und nachdem ich das ja im Normalfall nicht mitnehme und daher eh nicht zusammengeschlagen habe, ist das überhaupt kein Thema. Gut, jetzt seht ihr aber, dass ich nicht nur ein Stellaji hier habe, sondern auch noch ein B6 Heftel. Ja, wenn man schon bei Louis Vuitton bestellt, dann bestellt man halt andere Sachen auch noch, weil sie einen interessieren. Ja? Und nachdem ich ja doch das Travelers Notebook-System so ein bisschen für mich auch entdeckt habe ich mir gedacht, ja, könnte ich mir eigentlich auch Hefte kaufen. Das heißt, die habe ich auch noch in A5. Ja? Also, ich glaube, 2 oder 3 Stück habe ich. Na, gar nicht. Davon habe ich vom Kleinen, habe ich glaube ich 2 bestellt und vom Großen habe ich 4 bestellt, damit ich quasi ein Traveler's Notebook später dann bestücken könnte. Gut, also wie gesagt, da habe ich da jetzt dieses Heft und dieses Heft schauen wir mal nur ganz kurz vom Grid her an. Ich weiß gar nicht, ob man das ihm auf der Kamera dann so gut sehen kann, aber das hat ernsthaft ein 3 mm Grid. Ja, hat mich fasziniert. Probieren wir mal was mit 3 mm. Es ist auf jeden Fall, so wie es hier hinten sagt, 100% Recyclingpapier. Das Cover ist 100,
Na, ist 250 Gramm und das Papier innen drinnen hat 100 Gramm. Also quasi wie für mich gemacht. Also 120 wäre mir noch lieber, aber passt schon so. Man, für Heft ist das eher Sensation. Und kommt aus Korea. Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das. Ich glaube, das habe ich einfach nicht gecheckt, aber ich hätte es wahrscheinlich trotzdem bestellt. Aber ja, ist jetzt auch nicht meine erste Wahl, Hefte aus Korea zu verwenden. Ja? Aber auf der anderen Seite, Stylogy kommt aus Japan. Also offensichtlich kommen die coolen Hefte und die Sachen halt immer noch aus Japan. So, vielleicht aber ganz kurz, weil eben kommt aus Japan und ich habe euch doch letztens den guten Punkt vorgestellt. Der gute Punkt ist nach wie vor hoch im Kurs bei mir, aber einfach weil mich das jetzt schon so lang reizt und die das schon so lang machen möchte, werde ich jetzt mal zuerst mit dem Stylogy eben arbeiten. Gut, so, was habe ich jetzt vor? Warum habe ich überhaupt zwei Hefte? Das ist ein bisschen eben diesem ganzen Travelers Notebook und Ringbuch und sonst noch was, wo man eben Sektionen haben kann und wo man Einzelteile austauschen kann und andere Teile lassen, geschuldet. Ja? Dass ich nämlich tatsächlich die Idee hatte, permanente Sachen, also Dinge, die eben über einen längeren Zeitrahmen als vielleicht 4 Monate oder so gehen, und permanente Listen und dergleichen in das Heft reinzutun und wirklich nur datumsspezifische Sachen da reinzutun. Und das hat den Grund, weil ich mir nämlich gedacht habe, vielleicht ist genau das der Grund, warum ich zum Beispiel keine Jahrestracker habe, ja, oder keine Listen mit Dingen, Favorites oder Frag mich nicht irgendwas, ja, weil ich mir immer denke, ja, das, sagen wir mal, haltet 4 Monate. Sage ich jetzt einfach einmal, wird wahrscheinlich länger halten, aber sagen wir mal, üblicherweise bin ich zwischen 4 und 6 Monate aus einem Planer wieder draußen. Das heißt, ich muss das ja alles dann dauernd wieder schreiben und ich habe dann nie in einem Ding wirklich einen Überblick über ein Jahr oder solange ich es halt haben will, ja. Also so gesehen habe ich von diesen Systemen schon auch diesbezüglich was gelernt und mir eben gedacht, vielleicht ist das der Grund. Und jetzt probiere ich das einfach. Ja, also dieses Heft, das da in meinem Travelers Notebook jetzt ganz hinten drinnen ist, wo ich gemeint habe, was soll ich denn damit machen? Das wäre ja eigentlich jetzt genau sowas, ja. Nur dass sie es nicht wirklich bis zum Ende ausgereizt habe, sozusagen, ja, weil ich ja eben noch gar nicht auf die Idee gekommen bin, das eigentlich machen zu können, weil es einfach in meinem Repertoire nie drinnen war, weil was werde ich denn nach 4 Monaten das Ganze wieder schreiben? Na, danke schön, ja. Ja, und dann habe ich den Sinn eben nicht gesehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, da kommen also permanente Sachen rein. Zusätzlich muss ich aber dazu sagen, dieses Heft, das ich da hinten drinnen habe, nutze ich jetzt einfach für Notizen für unseren Moodle-Kurs. Also ich verwende das Papier schon. Aber wie gesagt, der Moodle-Kurs ist nächste Woche dann auch aus und dann passt es eigentlich eh gerade. Wunderbar. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz da rein, was ich jetzt quasi unter permanente Listen verstehe. Vorteil auch an diesem Heft ist, und das habe ich durchaus jetzt auch genossen, ist, dass sie ja da dann meine Sisyphus-Listen auch drinnen haben werde. Gell? Also meine Review-Guides und meine Sisyphus-Listen kommen auf jeden Fall da rein. Und ich kann das nehmen, ich kann das auf die Seiten legen und kann dann in meinem Notizbuch planen und kann schauen, was muss ich denn jetzt als nächstes anschauen und ta-ta-ta. Und muss nicht so viel hin und her blättern. Also, gut, da kommt einfach wieder die Titelseite her, weil ich prinzipiell nicht auf dieser Seite anfangen will. Dann kommen da die Review-Guides her. Im besten Fall haben sie beide auf einer Seite Platz, was ich glaube, dass mit einem 3 mm Grid durchaus machbar ist. Ich meine, ich werde nicht so klein schreiben können, aber ja, gell? Dann fangen die Sisyphus-Listen kommen auf jeden Fall da rein. Für die brauche ich mindestens 3 Seiten. Dann hätte ich gern wieder so eine Inbox, die wahrscheinlich wieder mit Sticky Notes gestalten werde. Dann eine Sammelstelle. Das war nicht unpraktisch. Ja, ich werde es vielleicht sogar teilweise noch ein bisschen mehr ausbauen, wie eben die Müll. Zeiten. Also wann wird Papier ausgeleert, wann wird Restmüll ausgeleert, wann wird Biomüll ausgeleert. Bis jetzt habe ich einfach nur einmal am Mittwoch wird Müll weggebracht. Ja? Aber es sind dann immer unterschiedliche Dinge. Gut, also das kommt dann daher. Und dann hätte ich eben tatsächlich gern einen Schritte-Tracker
Und vielleicht irgendwelche anderen Jahrestracker. Gell? Also, so weit bin ich noch nicht. Nur das mit den Schritten. Gell? Haha, jetzt habe ich das ja 2 Monate hintereinander versucht und habe es ja nicht ausgefüllt. Jetzt im August habe ich es mir aber nicht einmal aufgesetzt und jetzt habe ich das Gefühl, es geht mir ab. Was ich nicht unbedingt machen möchte, ist mehr das, was ich im Traveler's Notebook jetzt in den Schulheften gezeichnet habe, aber sowas in die Richtung. Ein Jahr in Pixeln. Ja, dass ihr also quasi für so und so viele Schritte gibt es ja vorab. Und wenn ihr jetzt 5000 Schritte gemacht habt, dann kriege ich die vorab. Wenn ihr 7000 Schritte gemacht habt, kriege ich die vorab. Also so in diese Richtung hätte ich mir das gedacht. Ja, das wird da sehr gut herpassen. Dann eben habe ich mir gedacht, könnte man auch eine Leseliste führen, eine Filmliste, eine Serienliste. Und vielleicht auch meine Lieblings-YouTube-Kanäle und eventuell würde ich sogar Instagram-Accounts dazu nehmen, damit man so ein bisschen was hat, was man vielleicht auch empfehlen kann. Ja, also ich habe ja eigentlich selten so Follow Friday oder sowas mitgemacht, weil mir nie einfällt, wen ich eigentlich empfehlen soll. Gell? Also könnte man das da auch machen. YouTube-Ideen und Blog-Ideen könnte man hier auch sammeln, weil dann hätten wir es gleich bei sich. Ich habe zwar schon, wartet, da ist ein Futzler. Sadala. Ich habe zwar schon in der Sonne sozusagen bei den ganzen Listen auch sowas wie YouTube-Ideen, aber das sind mehr so ja, langfristigere Geschichten oder nichts, was man. Ja, was ich jetzt akut machen möchte. Und vor allem möchte ich nicht, wenn ich eine Idee habe oder jemand mir schreibt, man macht doch das bitte, möchte ich nicht unbedingt die Sonne hervorkramen. Ja, sondern dann hätte ich da einen Platz, wo ich es reinschreiben kann. Ja, und dann wäre das ganze restliche Heft derweil einmal noch leer. Aber ich denke, damit komme ich sicher auch eine Zeit lang aus. Und das Thema ist, dann hätte ich zumindest einmal so ein Teil, das entweder für eine bestimmte Zeit auch gilt, also dass ich sage, ich komme damit ein Jahr aus oder keine Ahnung, beziehungsweise das dann mit B6 sozusagen immer kombiniert werden kann, ja, weil es ist auch echte B6-Größe. Und dann könnt ihr das mit einem Leuchtturm B6 Plus, das wäre zwar ein bisschen größer, passt da aber zum Beispiel auch hinein. Oder noch einmal mit einem Stellogy oder mit irgendwas anderem im B6 könnt ihr das dann kombinieren und hätte meine Listen dann aber auch immer dabei. Mal prinzipiell habe ich ja gesagt, dass ich meine Sisyphus-Listen schon ganz gern in einer halbwegs, einer Regelmäßigkeit neu schreibe, weil sich Dinge ja verändern. Aber wenn ich mir denke, wie oft ich sie dieses Jahr schon neu geschrieben habe, habe ich ja schon bald keine Lust mehr. Gell? Also seit letzten Dezember habe ich es im Erin Condren-Ding, im Philo, gut, da habe ich es getippt gehabt, da war es ein bisschen einfacher unter Anführungsstrichen, und im Traveler's Notebook und jetzt wieder. Das heißt, das ist jetzt das vierte Mal in nicht einmal 12 Monaten, dass ich das neu schreibe. Gell? Also dementsprechend. Ich meine, klar, selber schuld, ich hätte einfach im Philo bleiben können. Ja, alles nicht so einfach. Gut, also wie gesagt, das wäre so das Permanente, das Langfristige. Ja? Und das ist dann das, wo ich halt drinnen bin, solange ich drinnen bin. Ja, ich hoffe länger als im Erin Condren. Gut, wir haben wieder eine Startseite, wo ich mir bis jetzt noch nichts gemacht habe, weil ich noch nicht weiß, was. Ganz abgesehen davon suche ich ein Foto. Das Foto, das ich nämlich auch im Pilot-Bullet Journal schon drinnen gehabt habe, von mir und meinem Schatzchen. Muss ich erst suchen. Gut, aber dann, haha, habe ich, weil ich mir gedacht habe, na, das schreibe ich garantiert nicht noch einmal, einen Future Log in dem Fall. Ja, also ich habe das sind so sogenannte Stick-ins. Ich tüftel noch ein bisschen dran, aber ich denke mal, ich werde die durchaus auch auf dem Blog stellen. Ja, und der Name Stick-ins, weiß ich nicht, ob es den wirklich gibt, aber ich habe den kreiert. Ja, weil das sind jetzt eben definitiv dafür gedacht, sie in ein B6-Notizbuch einzukleben. Also eben nicht als Insert selbstständig zu verwenden, sondern wirklich einzukleben. Ich muss noch ein bisschen tüfteln, weil ich hätte es schon gern, dass sie im Prinzip genauso groß sind wie das Grid oder dass man zumindest die Möglichkeit hat, das so zu schneiden. Derweil einmal bin ich da noch ein bisschen zu knapp, aber für mich persönlich hat es gereicht. Und da habe ich eben die Monate und da dann immer ein Dot Grid
Feld daneben, damit die eben schreiben kann, was für Sachen halt in dem Monat wichtig sind. Und das Ganze ist dann auf 4 Seiten. Warum ich mich dafür entschieden habe, ist eigentlich dem geschuldet, dass sie schon noch lesen können wollte, wie die Zahlen so sind. Das heißt, zu klein wollte ich nicht werden. Und dann hätte ich aber nicht mehr 3 nebeneinander hinkriegt. Ja? Ganz abgesehen davon, selbst wenn ich 3 nebeneinander hinkriege, hätte ich nur 9 auf eine Seite gebracht, weil eine vierte Reihe wäre sich nicht mehr ausgegangen. Und wenn ich aber nur 2 nebeneinander hinbringe, dann ist irrsinnig viel weißer Platz dazwischen. Das taugt mir einfach nicht, das mag ich nicht. Ja? Und das heißt, ich hätte sowieso dann da nur 6 Monate und da nur 6 Monate, hätte also da dann quasi ja, quasi von Oktober 2020 bis eben genau bis März 2021 wäre da gewesen, und der Teil wäre dann halt da gewesen. Ja, schön. Hätte dann aber auf der Seite ein Future Log gebraucht. Und so gesehen habe ich mir gedacht, ach, dann kreiere ich gleich ein Future Log und kann das dann da eben hinschreiben. So viel schreibe ich da eh nicht rein, weil ich ja mein On-the-Go-Planer habe. Genau, und die Kanten, die Klebekanten, habe ich dann halt einfach mit Washi überklebt, unten eben auch. Dieses Wunder-Washi habe ich übrigens aus New York. Das habe ich schon ewig. So, da habe ich auch einen Futzel. Gott, das schaut alles aus. Gehst her. So, da, jetzt ist es schön. Gell? Also, wie gesagt, das habe ich aus New York noch. Ist echt lang. Und das habe ich lustigerweise jetzt auch gerade bei irgendjemandem in einem YouTube-Video gesehen, aber eben auch ein aktuelles Video. Also, das scheint durchaus verbreitet zu sein. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, mehr, wo ich es gekauft habe. Ja. Gut, also das wäre die Future-Geschichte, aber ist eben datiert und deswegen ist es da drinnen. Und ich fange aber auch erst im Oktober damit an, weil September ist ja dann da schon aufgesetzt als Kalender. Da muss ich nicht da nachschauen, beziehungsweise Future Log brauche ich für September nicht, weil ich ja gleich planen kann. Gut, dann habe ich hier schon meine Startseite für den September gestaltet, weil der hat mich heute so angelacht. Gell? Ganz abgesehen davon, dass ich wieder Facebook Live geschaut habe von Tim Holz. Der hat heute Stampers Anonymous für Halloween vorgestellt und da hat er auch wieder Snarky Cat. Ich meine, das ist ja jetzt nicht eine Snarky Cat vom Tim Holz, sondern das ist das, was ich damals bei Stempelwunderwelt, ich glaube Stempelwunderwelt damals gekauft habe. Genau. Was aber der gleiche Künstler ist, wie wir ja festgestellt haben. Ja, dann habe ich da ein Stempelset von der Diane Reeveley verwendet und diese Punkte da dahinter sind Moosgummi-Stempel, die ich selber gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt glaube ich ganz witzig, nicht überladen, aber irgendwie. Mir hat vor allem das so gefallen, so dass der jetzt zu der Oma schaut. Lieber hätte ihn noch gehabt, wenn er von der Seite geschaut hätte. Aber ja, man kann nicht alles haben. Ja, und dann habe ich mir noch Stick-ins gemacht für meine Monatsübersicht, weil ihr wisst, wie wahnsinnig gern ich ein Grid zeichne. Aber ich habe halt ein Grid auch ganz gern. Ja, also es würde sich hier nach unten ganz genau ausgehen, weil das sind 32 Kasteln. Das heißt, ich kann da schon einen klassischen Bullet Journal Monats-Spread auch machen. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten. Mein Ziel ist es, das da als meinen einzigen Planer zu haben. Das heißt, die Sonne mit dem Stundenlayout wird in Ruhestand, in vorübergehenden Ruhestand geschickt. Wir werden schauen, ob es mir taugt. Ja, ich habe das ja im Philo ja auch schon probiert, dass ich vielleicht das Stundenlayout auch dort unterbringe und auf den großen Planer verzichten kann. Damals ist er mir dann irgendwann abgangen. Vielleicht wieder, weiß ich nicht, vielleicht aber eben auch nicht. Ja, gut. Und das heißt jetzt aber auch, dass wenn ich alles da reinbringen will, dass sie dann mehr Platz braucht für meine Monatssachen, ja. Und mit einer Seite wäre ich dann nicht auskommen. Und so gesehen habe ich beschlossen, okay, ich mache mir Stick-ins, die ich auch tatsächlich gleich datiert habe, weil man dachte, wie gesagt, würde ich bei Bedarf dann durchaus auch online stellen, aber eben erst nachdem ich mit der Größe ein bisschen herumgedüftelt habe. Gut, das ist das. Und dann hätte ich eben eine doppelte Seite für meine Monatssachen. Das heißt, eine Seite für die klassischen To-Do-Listen und eine Seite für YouTube, Blog und andere Projekte. Ja, das habe ich früher auch gehabt.
Lang, lang ist her. Ja, das habe ich sogar damals den ich das letzte Mal halt hergezeigt habe. Da habt ihr ja gesehen, dass ich doppelseitige A5-Spreads gehabt habe, wo meine Monatssachen drauf gestanden sind. Und da habe ich eben auch meine Projekte direkt dort ausgeplant. Also bin vielleicht auch da jetzt ein bisschen in diesen Mindset rübergekommen, das wieder zu machen. Und aber eben nicht in einem extra Planer, sondern dort drinnen. Ja? Ja, und wie gesagt, dann hätten wir da die Monatsseiten, dann kommt da die Woche. Da denke ich, komme ich weiter mit einer Seite aus, beziehungsweise mit einem Doppelspread. Ich bin noch ein bisschen am Düfteln, wie ich das Wochenlayout machen möchte. Also, wenn ich die normale Hobonichi-Geschichte mache, mit da der Woche und da die Notizen, dann kann ich 4 Zeilen pro Tag nehmen und hätte hier meine Woche und das wäre frei. Das heißt, ich hätte 4 Zeilen quasi zu viel. Ja, das stört mich fast ein bisschen. Weil ich kann jetzt weder zwischen den Tagen eine Zeile auslassen, weil dafür bräuchte ich 6 oder 5 zumindest, 5 glaube ich. Das geht also nicht. Und ich kann auch nicht die auf die anderen Tage aufrechnen, weil 4 durch 7 ist irgendwie so schwer zu messen, sagen wir mal so. Ja, also deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Layout haben möchte. Aber zum Beispiel das Dashboard-Layout geht sich gut aus, weil es sind 32, das heißt, dann wäre das 8, 4, das wäre dann eben so hoch für einen Tag, aber halt nur die halbe Dings. Aber das muss ich auch sagen, es geht sie fast gleich gut aus wie in den Schulheften, weil das sind 23 breit und die Schulhefte sind 25 Kastel breit. Also das ist keine Hexerei, das ist halt ein Kastel. Ja, ein Kastel pro Ding ist es schmäler. Das ist nicht schlimm, gell? Also deswegen dieses Dashboard-Layout geht sich ganz gut ausgehen. Und das, was ich jetzt gerade verwende, dass ich eben da jeweils 4 Kasteln habe für die Tage. Ja, und da eine nächste Woche oder Waiting for oder was auch immer. Dann da meine To-Do-Liste und da die Projekte. Also das ist auch ein Layout, das sich da drinnen sicher gut realisieren lässt. Und ja, schaue ich mal an, gell, was am besten funktioniert. Ja, und dann kommen die Dailies und nachdem wir da tatsächlich die Zeitlinie von 7 Uhr bis 23 Uhr haben, ist es genau eine Stunde weniger, als ich das in meinem Stundenplaner habe, weil der fängt um 6 an, geht aber ab bis 23 Uhr. Also habe ich im Prinzip die gleiche Zeitlinie wie dort und eben auch 2 Kasteln pro Stunde immer. Also fragt mich, wie die das tun. Ja? Ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ja, es funktioniert. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass sie da eben quasi eine Linie runterziehen, nachdem also 8 Kasteln wieder, 2, 4, 6, 8. Ich glaube, da ist das jetzt. Das habe ich eh wieder vertan, aber ist ja wurscht. Jedenfalls da eine Linie runter. Dann hätte ich da mein Stundending, wo ich genauso mit den Planner Kate Sachen arbeiten könnte, wie ich das jetzt auch mache. Und dann da noch immer super Platz habe für meine Liste. Und das wäre halt tatsächlich ein Tag pro Seite. Ja, ich meine, dafür ist es ja eigentlich auch gemacht, dass man das so tut. Gell? Ja, und dann hätte ich halt so meine Tage. Und die Geschichte ist nur die, dass sie natürlich dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann hätten wir da Sonntag. Und dann hätte ich da eine Seite halt, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, was ich damit tun soll. Die andere Geschichte ist aber, dass ich eigentlich am Samstag und am Sonntag normalerweise keine Zeitlinie brauche. Das heißt, eventuell für Samstag und Sonntag mit einer Seite auskommen könnte. Das haben wir jetzt wieder im geteilten Wochenende. Aber es ist meine Entscheidung, ja. Also zumindest kann ich selber entscheiden, ob ich nur eine halbe Seite pro Tag nehmen will oder ob ich 2 Seiten nehme und dann mache ich halt da, keine Ahnung, jede Woche ein Kunstwerk, ja. Wäre ja eine Möglichkeit. Gut, oder ich brauche sogar, glaubt einmal, 2 Seiten. Also wie gesagt, einschränken will ich mich da nicht. Das ist ja das Klasse an diesem Bullet Journal System eben, warum es eben mit vorgedruckten Sachen nie so gut funktioniert, weil die Sachen wirklich
chronologisch der Reihe nach sind. Zuerst habe ich das Monat, dann habe ich die Woche, dann habe ich die Tage. Dann bin ich mit den Tagen fertig, habe vielleicht noch 27 Seiten für Notizen gebraucht während der Woche und dann kommt die nächste Woche erst. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, ich setze jetzt da schon einmal meine 7 Tage auf, dann habe ich eine Notizseite, dann mache ich schon die Woche, dann bin ich schon wieder eingeschränkt. Ja? Also dementsprechend, das werde ich sicher nicht machen. Ja, und dann ist der Rest zur freien Verfügung. Und dann schauen wir uns nur ganz hinten noch kurz an, weil ein bisschen einen Stift- und Stempeltest habe ich ja schon gemacht. Da hätte ich gern wieder einen Grid Guide. Wobei eigentlich dadurch, dass ich die Stunden da habe, ist eh schon relativ klar und ich weiß jetzt mittlerweile sogar schon, wie viele Kasteln das sind. Aber es ist immer irgendwie ganz lustig. Gut, was habe ich ausprobiert? Also erstens einmal die Kaweco. Ich sag euch was. Die schreibt auf dem Papier, um Gottes Willen ist das klasse. Also, ich habe überall das Gefühl gehabt, mit der Kaweco kann ich super schreiben. Also auch im Hobo, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Hobo so dieses Gefühl gehabt habe: wow! Kann natürlich sein, weil ich jetzt von einem Schulheft da einwechsel und dass halt das Schulheft vielleicht tatsächlich nicht so klasse zum Schreiben ist, aber auf dem Papier zu schreiben ist sensationell. Ja, also, das taugt mir sehr. Gut, also die Kaweco mit der Lamy-Tinte habe ich verwendet, Faber-Castell, Bit Artist Small, das ist ja mein liebster Feinliner, dann habe ich Crayola, Mildliner und Tombow und das sind zwar Swatches von, wenn ich mir das merke, Prima Marketing Wasserfarben. Die sind gerade rumgelegen, haben wir gedacht, okay, das probierst du jetzt. Stempel mit Ranger, Stempel mit VersaFine, also Outlines und hier VersaFine mit durchgehend sozusagen. Und dann habe ich nur mit der Jelly Roller mal kurz darüber geschrieben, weil ich wissen wollte, wie die dann auf der Wasserfarbe sich verhaltet. Alles klasse. Ja, mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Gell? Und das Ergebnis ist so, dass es eigentlich ja, die VersaFine vielleicht slightly durchblutet. Gell? Also so punktweise würde es sehen, dass es vielleicht doch durchgeblutet hat. Ja? Aber mei, ich finde es jetzt nicht so arg schlimm. Ich meine, durchscheinen tut alles. Gell? Was jetzt auch nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht. Aber durchscheinen tut alles gewaltig. Ja? Ich meine, das ist ein saudünnes und extrem weißes Papier. Wenn ich da schwarz verwende, ist klar, dass das durchscheint. Ja? Aber da vielleicht auch am Ende von den Markern, zumindest vom Mildliner und von Crayola, haben wir eben auch ein bisschen ein Durchbluten. Aber da habe ich jetzt ernsthaft in diesen ganzen lustigen Setup-Videos und tatata genialen Trick auch gesehen. Die ist hergangen und hat einfach ans Ende, wo sie den Strich beenden möchte, sozusagen, ein Post-it geklebt und dann so über das Post-it rausgemalen. Was heißt, dass dieser letzte Punkt, der da immer wieder entsteht, auf dem Post-it ist und nicht auf dem Planer. Wie genial ist denn das? Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal machen möchte und deswegen, es stört mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber zumindest einmal die Lieblingssachen, die ich verwende, ja, das, was ich quasi permanent in der Hand habe, finde ich, funktioniert jetzt da alles. Ja, ich meine, wie gesagt, VersaFine ist an der Kippe, aber was mir gefällt, Ranger Ink auf dem Papier schaut sogar ein bisschen dunkler aus. Es ist nicht gar so hellgrau, wie es im Schulheft ist. Gell? Also deswegen wäre ich da auch durchaus ja, geneigter, die zu verwenden, sagen wir mal so. Ja, und dann hinten ist eben eh nichts. Es hat auch schon gleich gar keine Bookmark-Dinger, die man dann ausschneiden muss. Ja, das ist es also. Meine Pläne für ab September, meine Pläne für Stalogy und für dieses Heftel. Wie gesagt, ich habe jetzt einiges schon aufgesetzt, weil ehrlich gesagt nicht wirklich motiviert war, jetzt so eine großartige Setup-Serie zu machen. Und jetzt setzen wir gemeinsam das Monat auf. Jetzt setzen wir gemeinsam den Jahreskalender auf. Ich hätte es eh nur eine geklebt. Und ich sage euch ganz ehrlich, beim ersten Mal habe ich ordentlich gekämpft. Also Stalogy haltet da einiges aus. Ja? Also ich habe da mit dem Lineal da irgendwie, ihr fragt es mich nicht warum, aber versucht es glatt zu Dings. Dann habe ich nur herumgekratzt auf dem Papier. Und vor allem ist es mir dann auch beim ersten Mal an allen Ecken und Enden kleben geblieben und ich musste es wieder runterziehen. Das war aufregend.
Das war sehr aufregend, weil es ist tatsächlich so, dass das Papier ziemlich gut anpackt, sozusagen. Also das wieder runterzukriegen, Halleluja. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass das Papier das verkraftet hat. Aber wie gesagt, ja. Ja, ich habe dann unter einem meiner Videos dann auch schon gelesen, ha, neues Setup. Das heißt ja, es gibt wieder eine Woche in meinem Planer. Ich scheine sehr berechenbar zu sein. Es ist jetzt so, dass ich in dieser Woche durchaus einiges zu tun habe, gell? Da habe ich Montag Lateinkurs, Mittwoch und Freitag, Dienstag und Donnerstag einen anderen Lateinkurs. Am Nachmittag sollte ich arbeiten natürlich auch noch. Deswegen kann ich euch nicht wirklich versprechen, dass ich gleich in der allerersten Woche eine Woche in meinem Planer mache. Ja? Aber irgendwann im September machen wir eine. Okay, ist das der Deal? Ja, passt. Gut, danke schön. Ja, gut. Ich werde dann natürlich noch weiter spielen. Ich werde es euch zeigen. Vielleicht mache ich zumindest ein Setup nächsten Sonntag, dass wir so ein Plan with Me machen, wenn wir die erste Woche aufsetzen. Das können wir auch machen. Aber ich wollte es euch jetzt einmal zeigen, weil, wie gesagt, alle platzen ja schon. Also, alle ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest zwei raten schon feste herum, was passiert. Und ja, deswegen wollte ich es herzeigen. Gut, das heißt also, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder in diesem Stellogy und sowieso. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüssi, Baba.